So, dann heiße ich euch alle herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach 2 am Freitag. Bevor wir zu dem Spiel kommen, und deshalb begrüße ich eben auch Jürgen hier an der Seite, haben wir noch eine Vertragsverlängerung zu verkünden. Und deshalb, Jürgen, übergebe ich dir jetzt einfach mal das Wort. Ja, vielen Dank. Genau, Vertragsverlängerung. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir vorzeitig für weitere 2 Jahre den Philipp Zeiger an unseren Verein binden konnten. Was mich eben bei dieser Personalie besonders freut, ist erstmal, dass er natürlich sportlich, glaube ich, außer Frage steht. Er gehört für uns mit zu den besten Innenverteidigern der Liga. Er hat mit seinen guten Leistungen eben auch bei vielen anderen Vereinen Interesse geweckt über die Regionalliga hinaus. Und dann zeigt es mir eben, wenn man dann trotzdem relativ schnell klarkommt, wie eben in den vorherigen Verlängerungen auch, dass wir dann schon mit unserem Konzept und mit unseren Werten innerhalb des Vereins auf einem guten Weg sind. Und das gibt mir ein gutes Gefühl für die Zukunft, ein gutes Gefühl eben, dass wir da sportlich und eben auch zwischenmenschlich wirklich die Spieler schnell überzeugen können und auch dürfen. Und deswegen wiederhole ich mich, glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und die Personalie Philipp Zeiger ist für uns ein sehr, sehr guter Hinweis für die Zukunft, dass wir da extrem gut aufgestellt sind. Gibt es zu der Vertragsverlängerung Fragen von euch? Vielleicht nicht explizit zu dieser Vertragsverlängerung, aber wenn wir schon mal im Thema sind, wie viele Beträge sind das aktuell für 17, 18, die Möglichkeit haben? Weißt du das so? Ja, wir sind jetzt. Wir sind jetzt dann mit dieser, oder Philipp hätte ja Vertrag gehabt. Also wir haben vorsätzlich zusätzlich für 2 Jahre, also hat dann ab nächster Saison für 3 Jahre Vertrag. Wir sind aktuell dann jetzt bei 13 Feldspieler und einem Torwart. Ja, Heller, Windmüller, Rabic, Löning, Hukle, Lukas. Wie viel haben wir jetzt? 6 passt, ne? 20. Da haben wir sie. Genau. Das ist unser jetziger Kader. Genau. Also Vorteile, ne? Wenn da nicht mehr so viel da sind, dann zumindest diesbezüglich. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sohn herauspickt, der sicherlich eine große Entwicklung genommen hat, gute Spiele macht, mittlerweile eigentlich schon, ja, als Stammspieler ist nicht fast, sondern würde ich als Stammspieler bezeichnen. Wie sieht es da aus? Ein junger Spieler, der sich bei Rot-Weiß Essen jetzt im ersten Seniorenjahr mittlerweile etabliert hat. Und das ist so, dass solche Spieler natürlich Interesse wecken, aber es ist eben auch so, dass Nico seit der U10 bei Rot-Weiß Essen spielt und alle Jahrgänge durchlaufen hat. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da relativ schnell eine Einigung finden. Es geht eigentlich nur darum, die Konstellation ist hier schwierig, ne? Da müssen wir jetzt einfach den richtigen Termin finden für die Gespräche. Das wird relativ zeitnah jetzt geschehen. Ich werde nicht meinen eigenen Sohn verlängern. Das genau, ist so das abgesprochen, Frage, genau. Das macht der Michael Welling in Zusammenarbeit mit dem Trainer, und dann wird das relativ zeitnah geschehen, und ich bin da zuversichtlich, dass wir da auch schnell Einigung erzielen werden. Weil wir möchten als Verantwortliche, und den Junge kenne ich auch ganz gut, ich glaube, wir möchten auch. Es müsste jetzt schon noch viel passieren, dass er sich gerade verlängert, ist an Einsätzen gekoppelt, durch seine lange Verletzungsleidenszeit wird das sehr, sehr schwierig, das zu erreichen, und dementsprechend würde dann jetzt der Vertrag auslaufen, ja.
Müller, Löning, Buckle haben ja auch schon das Alter erreicht, vor allem Löning. Wird es für die Jungs schwer, nochmal eine Saison für Rot-Weiß-Essen zu spielen? Oder? Ich glaube, hat jeder Verständnis dafür. Wir haben jetzt gerade mit diesen Gesprächen auch angefangen und die intern nicht richtig konkretisiert worden sind, möchte ich dazu einfach nicht sagen. Ja. Gut, dann kommen wir doch zum Spiel am Freitag und da fangen wir wie immer mit der Personalsituation an. Wie sieht die aus? Ja, wir haben gestern mit 15 Feldspielern trainiert. Timo Bauer konnte gestern nicht trainieren, der hatte Probleme. Ich hoffe, dass es bis Freitag geht. Genauso wie bei Frankie Löning, der konnte gestern auch nicht trainieren. Der hat an der Ferse irgendwie Probleme. Timo Bauer an der Achillessehne. Aber wie gesagt, da habe ich eigentlich Hoffnung, dass das funktionieren könnte. Zumindest bei Timo, bei Frankie weiß ich nicht. Könnte es vielleicht eng werden. Jan Scheffenmeier fällt noch aus. Gestern hat Nick Heimann auch nicht trainiert, aber der wird heute wieder trainieren. Von daher hatten wir gestern 15 Feldspieler im Einsatz mit Jeff. Jeff ist ja jetzt auch mit dabei, Obst. Und die sind Stand heute fit für Freitag. Ja, der war Montag nochmal beim Doc. Das sieht momentan auch ganz gut aus. Ich denke, dass er nächste Woche so ein bisschen ins individuelle Training einsteigt. Und der Plan ist eigentlich, dass er vielleicht Ende nächster Woche ins Mannschaftstraining spätestens eben die Woche danach. Letztendlich kommt es bei der Muskelverletzung auch immer darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ich sage dann eher ein paar Tage noch warten als zu früh, weil wenn es dann nochmal aufbricht, haben wir gar nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil, dann haben wir alle verloren. Ja, sonstige Fragen zum Spiel am Freitag? Das ist schwer zu sagen, also kann ich jetzt auch nicht sagen. Fakt ist, einer von den drei wird es werden. Hast du noch ein Gladbacher Herbstfieber? Am Freitag logischerweise nicht. Ansonsten ist ja klar, also da sind jetzt sowohl drumherum als auch in der Mannschaft viele Spieler, die ich trainiert habe. Auch teilweise nicht nur ein Jahr, sondern länger. Da sind viele Spieler dabei, gerade die Älteren, die ich geholt habe. Und von daher. Und ich bin gut da klargekommen. Also deshalb gibt es eigentlich keinen Grund, den Jungs nicht die Daumen zu drücken. Freitag mal ausgenommen. Ja. Unabhängig davon ist jetzt Joe Pisano hat sich schwer verletzt. Glaube schon, dass das nicht so einfach wird aufzufangen für die Mannschaft jetzt. Und das ist eben sehr bitter für die Jungs, gerade für Joe dann auch. Aber wie gesagt, am Freitag wollen wir das Spiel schon ganz gerne gewinnen. Der liegt ja schon etliche Zeit zurück. Der Rot-Weiß-Sieg in Gladbach macht im Platz, ich glaube, 3 Tore. Mhm. Selbst als Trainer in Gladbach. Mhm. Das muss die Truppe jetzt besser machen. In den letzten Spielen ist ja wirklich nur die Gier, die Geilheit vom Tor, die verbessert werden muss. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass uns ganz einfach dann das Erfolgserlebnis einfach fehlt und dafür muss man hart arbeiten. Das haben wir am Samstag gegen Düsseldorf zweite Halbzeit gemacht, aber erste Halbzeit nicht unbedingt und das müssen wir eben dann über 90 Minuten hinkriegen und dann wird man irgendwann auch den Lohn dafür kriegen. Ich glaube, dass wir zweite Halbzeit, wie gesagt, genügend Möglichkeiten hatten, auch ein Tor machen. Wo ich in der PK gesagt habe, boah, war wahrscheinlich schon richtig abgepfiffen zu werden. Wenn ich jetzt nochmal sehe, muss ich sagen, nicht unbedingt, weil er angeblich vorgepfiffen hat von Kamil und das war mit Sicherheit nicht.
Aber wie gesagt, letztendlich müssen wir genau da weitermachen. Wir haben uns genügend Möglichkeiten rausgespielt. Unabhängig davon werden wir gegen Gladbach wahrscheinlich nicht so viele bekommen. Und wir müssen schon effektiver werden. Das ist schon was, was uns aber nicht am Samstag abgegangen ist, sondern uns auch in einigen anderen Spielen. War nicht das erste, wo wir kein Tor gemacht haben, was aber nicht an den Möglichkeiten lag, sondern einfach daran, eben diesen letzten Ball klar auszuspielen und letztendlich auch einen guten Abschluss zu haben. Lage war da schon sehr ähnlich. Wir waren von der ersten Halbzeit schon negativ überrascht, weil wir einfach gut in die Restrückrunde gekommen sind. Wir haben viel von dem umgesetzt, was du gerade angedeutet hast. Ich glaube schon, dass wir im Spiel gegen Viktoria eben sehr aggressiv waren, sehr präsent waren in den Zweikämpfen. Gerade in der ersten Halbzeit auch ein sehr gutes Umschaltspiel in die Offensive hatten. Über das gesamte Spiel aber ja, gegen den Ball schon wirklich auf hohem Niveau gut gespielt haben. Dann hat man eine gute Trainingswoche und deswegen waren wir schon sehr, sehr zuversichtlich für Fortuna Düsseldorf und dass wir dann in der ersten Halbzeit das nicht umsetzen konnten, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat uns natürlich schon enttäuscht, die Mannschaft auch. Es ist nicht so, dass die Mannschaft da, sag ich mal, fahrlässig mit umgeht oder das versucht irgendwie schön zu reden, sondern sie sind da wirklich auch selbstkritisch. Aber es nützt ja dann auch nichts. Wir müssen dann schnell wieder umschalten. Jetzt haben wir eh eine kurze Woche. Jetzt ist es eben wieder ein ganz anderes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und bin eigentlich guter Dinge und habe da viel Hoffnung, dass wir eben eher an die Leistung gegen Viktoria anknüpfen können und uns dann eben auch für ein gutes Spiel im Ergebnis belohnen. Ergebnis belohnen, ein guter Stichwort. Kann man vielleicht ein bisschen bedenken, was man jetzt in der Negativspirale kommen könnte. Viktoria Köln gut gespielt, 2-1 verloren, hier die Torschance nicht genutzt, 0-0, jetzt hat man zwei Auswärtsspiele, Gladbach, Rödinghausen. Das waren ja auch im Endeffekt die Spieler in der Hinrunde. Ja, der Grund dafür, dass man da steht, ja, wo man jetzt steht und nicht da, wo man stehen will. Ist eine gute Grundlage, die Dinge dann jetzt besser zu machen, und die Bedenken habe ich eigentlich nicht. Ich bin da wirklich optimistisch gestimmt und die Jungs geben mir eigentlich ein gutes Gefühl, dass wir auch Ergebnisse jetzt erzielen. Es geht ja im Endeffekt um die goldene Ananas. Hört der Trainer nicht gerne, hört der sportliche Leiter nicht gerne, man kann aber nicht mehr aufsteigen, man kann nicht mehr absteigen. Ja klar, kann man noch aufsteigen, solange es rechnerisch möglich ist und vielleicht auch absteigen. Aber wie hält man die Stimmung jetzt in der Mannschaft hoch? Klar, die Jungs, die sieben, wo die Verträge auslaufen, die müssen Gas geben. Klar, die anderen, die haben Verträge, eben 13 plus 1, die Spieler, was erzählt man denn? Viele sind vielleicht auf den Niederrhein-Pokal fokussiert, aber die Liga ist jetzt auch nicht unwichtig. Man kann jetzt nicht einfach... Ja gut, ich erwarte, dass wenn man auf den Platz geht, dass man Spiele gewinnen will. Und das ist unabhängig davon, wann und wo und zu welcher Zeit und überhaupt. Also deswegen verstehe ich die Frage nicht ganz. Ich weiß, ja. Aber die Frage stellt sich für mich nicht, bin ich ganz ehrlich.
unabhängig davon können sie auch noch Geld verdienen damit. Also ich habe mein Hobby, gehe auf den Platz und wenn ich ein Spiel gewinne, kriege ich mehr. Also deshalb gibt es für mich jetzt keinen Grund zu sagen, oder von irgendjemandem, wenn ich bei irgendjemandem den Eindruck habe, es wäre so, würde er nicht spielen. Dann hat er hier auch sowieso nichts zu suchen. Dann würde ich den Vertrag auch nicht mehr viel nutzen, ne? Das muss man also einfach sagen, weil dann passt er einfach nicht in unser Anforderungsprofil, genau. Und dann ist er auch mit Sicherheit nicht mehr der richtige Spieler, trotz Vertrags, mit dem wir nächstes Jahr unsere Ziele erreichen wollen und hoffentlich auch werden. Aber nochmal, da sind wir auch weit von entfernt, das bei der Mannschaft festzustellen. Auch wenn immer wieder in Abständen mal so eine Halbzeit vorkommt, wie gegen Fortuna, das wollen wir auch gar nicht schönreden. Das ist völlig richtig, dass da kritisch mit umgegangen wird, aber die Spieler geben uns nicht das Gefühl oder vermitteln den Eindruck, dass da irgendwelche bei sind, die nicht gewinnen wollen oder eben auch nicht die richtige Einstellung mitbringen. Also da bin ich oder sind wir weit von entfernt, das irgendeinem zu unterstellen. Gibt es noch weitere Fragen von euch? Die gibt es nicht. Dann danke ich euch wie immer fürs Kommen und dann sehen wir uns am Freitag in Mönchengladbach.